Bisschen hochgestochen, ja, so. Das ist hier Drecks halt. Ich finde das immer ein bisschen anstrengend bei Spielen, wenn du halt so eine Ja-Nein-Auswahl hast. Und ja, dann so eine komplexe Frage vorher. Weil er sagt, weil er erzählt dann erstmal einen Roman, wo du denkst, ja, was hätte er denn jetzt auf der anderen Seite erzählt? Hätte ich vielleicht den ganzen Roman vorher mal sehen dürfen? Dann ja, hätte das ich stimmt. Anders ja. Entschieden. Ja, das stimmt. Hast du recht, ja. Komplexe Frage und dann Ja-Nein ist eh Blödsinn. Das ist, wie gesagt, Damien, mit dem Bruder, wo ich ihn auf den Bruder angesprochen habe. Er hat sich umgebracht, oder nicht? Ja, ja, weil ich bin, wenn ich jetzt mit ihm über seinen Bruder spreche, dann bricht das so, dass das ja nicht seine Schuld ist, sondern sein Bruder ja die ganze Scheiße gebaut hat. Eigentlich gar nicht er. Ich wünschte, ja. Ich glaube, das würde aber trotzdem, Druck auslösen. Das sollst du ja nicht machen. Deeskalierend musst du wirken. Ach, also weg von dem Thema. Ist doch so, Mann. Habt ihr das bei der Bundeswehr nicht gehabt? Wir hatten damals richtige Roleplay-Übungen hier mit, da war der richtige Theater. Meine Einheit soll in Kosovo, deswegen haben die uns alles mitgeschleift, also ein Kock. Wo ist denn der Müll? Und auch anderes Gebiet sogar, krass. Grad. Ja, 700 Meter. Ja, nochmal der 1. Was ist jetzt? Vielleicht gibt es was zum Fliegen hier. Vielleicht gibt es ein Taxi. Oder ein Uber, nimm mal ein Uber. Nö. Ein Zuber, nehmen wir. Ein Zombie-Uber. Oh, Pisskipper. Pisskipper. Muss man dir helfen? Nee, eigentlich nicht. Immer. Ich kann mir den Rücken nachhelfen. Oh, Scheiße. Ups, Scheiße, ich muss weg. Ich hab den Pisskipper gehauen. Der Sack ist tot, sagt er? Okay. Sich darum. Oh Gott. Ja, wir hatten teilweise ganz kompetente Ausbilder. So. So, Wachausbildung war auch super. Ja, wir schießen nur auf die Beine. Nasenbein, Brustbein, Schlüsselbein. Ja, ist so. Ich glaube, wenn du so einen Spruch heutzutage bringst, fließt direkt aus der Bundeswehr aus. Das ja, müssen. Damals schon müssen, aber. Gut. Ja. Stimmt. Ja, dann wenigstens Brustbein innen sagen müssen, oder nicht? Witzig. Nee, stimmt aber, hast recht. Und mit meinem Kumpel, der Vater, also es war aber noch bei der NVA, das ist noch vor unserer Zeit gewesen. Mein Kumpel, der Vater. Nee, nee. Der hat, die haben mal einen erschossen an der Wache. Ja, das hat sein ganzes Leben damit zu tun gehabt. Kannst du wissen, ey. Oh, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Macht Spaß als Wachsoldat, wenn du vom Wachhabenden den Befehl, quasi den Befehl kriegst, dass du jetzt anlegen musst. Was, ja. Der, also der Wachführer macht ja die Ansprache. Ha. Halt stehen bleiben, halt stehen bleiben. Halt stehen bleiben oder ich schieße. Und beim zweiten halt stehen bleiben, kniest du als Wachsoldat ja schon ab und legst an. Okay. Aber also, musst du nicht abdrücken oder was? Hast du nicht abgedrückt? Hast du nicht abdrücken müssen? Nee. Okay. Ja, war auch so eine absolute Idiotenaktion. Weil wir haben halt im Fuhrpark patrouilliert. Was war das denn? Mhm. Schreiten ja jetzt so. Im Fuhrpark patrouilliert und da dann morgens um 5 Uhr drei Personen aufgegriffen. Ach so, auf dem Gelände oder was? Ja. Waren Kameraden. Okay. Das hast du aber im dunklen Fuhrpark auch erstmal nicht gesehen. Davon war halt nur einer in Uniform, die anderen beiden im Jogger. Hat sich rausgestellt, ja. Die sie wollten zum Arzt fahren, hatten sich abends aber vergessen, sich bei Wache anzumelden. Oh. Ist ja geil. Ja, aber ist ja außerhalb der Dienstzeit. Naja, musst du. Aber drum ist OVD, musst du eigentlich nicht. Ja, natürlich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob die das vergessen haben oder ob deren GVD das nicht weitergeleitet hat oder der KVD das nicht weitergeleitet hat. Keine Ahnung. Ja, irgendwo Befehlskette unterbrochen. Auf jeden Fall wussten wir als Streifensoldaten nichts davon. Das kann ich nachher jetzt so missen. Ja klar, ja, vor allem, Entschuldigung mal, hier Bundesuniform, die kriegst du auch alle 3 Meter, kannst du die auch kaufen. Ja, ja, klar, Mann. Und wir waren ja Pionierbataillon, das heißt, da standen schon schöne Geräte im Fuhrpark. Das glaube ich, ja.
Wenn du mit Leo rausfährst. Ja, den hast du jetzt bei den Pionier nicht so unbedingt, aber Fuchs und den Scheiß, oder? Ja, Spürpanzer, Minenleger. Da hat sich Unimox und andere riesen LKWs. Ja. Was da steht halt. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Und ganz ehrlich, da kriegt ja keiner mit, wenn du eine halbe Stunde nachts im dunklen Auto sitzt und versuchst dann hochzuschließen. Nee, gut. Und den hält deine Schranke auch nicht auf, den Unimog, wenn der da durch will. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich bin im richtigen Haus. Aber. Du bist, glaube ich, im richtigen. Die Markierung ist 33, du bist 40 Meter weg. Also 7 Meter von der Markierung bist du. Also, dann bin ich wahrscheinlich. Scheint richtig zu sein, ja. Ich habe so einen ganz komischen Grafikbug hier. Wenn ich hier hochgehe, habe ich so einen riesengroßen. Wie ich Fallschirm und sehe ich nichts mehr. Hä? Was? Jetzt ist es weg, zum Glück. Aber hat gerade irgendjemand gesagt, ich könnte Hilfe hier brauchen. Eine Frau war das. Ja, ja. Irgendwer sagt doch immer irgendwas. So, questbereit? Bereich? Ah, ich bin jetzt auch im Quest. Nee, jetzt bin ich wieder nicht mehr im Questbereich. Alter. Ich habe hier Bücherregale, mal gucken. Oh, ein magischer Stuhl. Den habe ich nur nach Bodensuppe. Nee, so ein Drehstuhl, der sich einfach mal im Kreis dreht. Ah, cool. Ich nehme mal die Insel des Dr. Moreau. Nehme ich mal mit. Ja. Die Insel des Dr. Mabuse. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Dinger nochmal finden, wenn wir hier nochmal gut werden müssen. Ja. Kann ein größerer Bereich sein. Es sind auch drei diesmal in dem Dings. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich schon war. Wobei, vielleicht sollte man mal die Taschenlampe anmachen. Dann sieht man auch mehr. Ja, weil es schon ein bisschen gleich aussieht, die Regalwände hier. Dann habe ich eben schon mal gesehen, so ein Regalwände. Guck mal, da ist noch eins. Das war gar kein Versteck hier. Der gefesselte Prometheus. Ist das meins? Sehr gut. Ich hätte nur noch eins hier. Ja, ich weiß aber nicht, ob halt die anderen beiden, also ob das auch eine Etage tiefer sein kann. Das weiß ich auch nicht. Ja, kann es, da ist es ja. Durch drei Wände gesehen. Die Tora! Tora, das hab ich schon gehört. War hier von der Araber, ne? Oder sowas. War das nicht die heilige Schrift der Juden? Ach ja, stimmt. Stimmt. Kann man hier übrigens mehr Sachen durch die Gegend schlagen als früher? Weiß ich gar nicht. Hier sitzt noch einer. Warte. Ja, Entschuldigung. Power Attack mit dem Hammer auf dem Schädel und der steht noch auf. Ja, gut, ein Schädel, ja. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Hier raus. 50 Meter in die Richtung. Oh nein! Haha. Fuck, fast tot. War jetzt nicht meine Standstunde. Okay, da ist es. Ups. Noch eins hoch. Ich räum schon auf. Schlafzimmer ist sauber. Sehr gut. Naja, okay, bei mir ist noch alle. Zombifiziert, ja, ich weiß, hier war ich auch noch nicht. Oh, shit. Geil. Warst du das, ja? Ja, klar war ich das. Was hattest du denn? Sah aus wie ich. Hä? Das sah aus wie ich. Ich hab in dem Moment zugeschlagen, wo der rausgeflogen ist. Das sah aus, wenn er eine Keule ist. Aber das war zu weit. Guck mal, erst mal was überlegen, übersehen, dass ich hier im Schlafzimmer. Ich hab noch nicht richtig gesucht, weil überall Zombies sind. Das sieht aus wie von Ikea, die Schränke hier. Ja, das ist hier, wir sind beide hier, die Bücher. Okay. Sind beide in dem Raum hier. Schon beide gefunden. Bevor du jetzt lange rennst und suchst. In dem, im Schlafzimmer, ja? Ja, sind beide da.
Scrotz. Hack Finn und Ödiputz. Ödiputz. Ja, den eins habe ich. Nachttisch. Ach, da. Sehr geil. Wichser. Abenteuer von Hacke Finn, ja. Sehr gut, Dante. Bring die Bücher zu Alberto. Oh Gott, du bist aber schon cool zum Suchen, oder? Ja, nicht immer, ja. Manchmal. Also nein. Ich hab's doch eben gerade eingesetzt, Toto. Ich hab's nicht gesehen, der Stream hängt immer so ewig hinterher, hab ich keinen Bock so lange zu warten. Ich weiß nicht, warum das so ist, gell? Keine Ahnung. YouPorn-Upload im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich. Kann ich mal ausmachen. Schnellreise, oder? Ja. Können wir machen, ja. Bevor jetzt wieder da durch. Na, wir haben noch genug Gelegenheit, durch die Stadt zu rennen. Na, wo ist noch eine, hier oben ist auch noch eine Nebenquest. Es lebt, heißt das. Nebenquest. Und da kriegt man ein Entscheidungssymbol. Jetzt haben wir immer noch Nebenquests hier, gell? Ja, jetzt machen wir es mal eins. Machen wir es mal Alberto zu Ende. Und dann machen wir uns mal die schwarze Witwe und dann gucken wir uns da drüben in Downtown mal an, was die noch haben. Wir hätten das damals richtig machen sollen und gleich jedes Gebiet ab sauber halten. Irgendwo. Ja, warte mal, du hast vergessen, dass hier auch noch das Jobboard gibt auf dem Schiff. Ja gut, das ist aber nur Strollermanns Kram, oder? Keine Ahnung. Also okay, dahin holen wir das. Das ist so neben Storyquest, okay. Ja, dann machen wir es auch mit. So, nee, hier gibt's keinen, aber dann war im Fischerauge gab's welche. Ja, da muss man da mal hin dann, ja. Das stimmt wie bei Dings hier, bei Tolga, ne? Hier, bring mal Kreide und so, bring mal hier. Ja, genau. Arzneien, den Scheiß, ja. Ja, das ist eigentlich ganz cool, das können wir machen. Boah, dass du hier drin nicht rennen kannst. So gut. Stimmt, der ist ja immer gleich schnell, ich drück die ganze Zeit Shift. Ja. Verstehe ich nicht. Schon aus Gewohnheit. Ja. Aber das geht aus noch der Skillung, gell? Das hat gar nichts gebracht, Shift drücken vorher. Hast du denn es geskillt hast? Ja, ich weiß. Hm. Okay. Puh. Hey, Doktor. Alberto. Ich habe ja 95 Bücher für dich. Ah, du vollbringst wirklich Wunder. Du hast sie gefunden und sicher zurückgebracht. Oh, hier haben wir jetzt einen der originalen großen amerikanischen Romane. Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Mark Twain war ein ironischer Beobachter der Natur des Menschen und ein scharfsinniger Satiriker. Wie würde er wohl die Spaltung unserer Gesellschaft interpretieren? Hier haben wir etwas, das als die niedergeschriebene Tora bekannt ist. Sozusagen eine Einführung in die Herkunftsgeschichte des jüdischen Volkes. Und ein Teil der weiteren Tora. Ein immenses Kompendium all seiner Lehren, Riten und Bräuche. Ein wichtiges Werk der Religion und Kultur. Unsere Sammlung ist rasant am Wachsen. Hauptsächlich durch deine rasante Arbeit. Nichts? Du bist ein Stoiker, oder? Mist. Ich dachte, du hättest einen besseren Sinn für Humor als Talia. Na gut. Okay. Ja, Captain Unterhose. Okay, Buchclub Nummer 4. War das jetzt? Oh, direkte 5. Alter. Wir werden nie wieder was anderes machen hier, oder? Glaube ich. Ja, jetzt ziehen wir es durch. Bist du da, Dante? Okay, wir tippen mal konstant hier, ja? Was zu trinken sich holen oder was? Ich hoffe, das geht. Nur, dass wir die Quest annehmen können schon mal. Dass du mich erst teleportierst,
jetzt erst teleportierst und nicht direkt, wenn du fragst, ob ich da bin. Ich wusste ja nicht, ob du da bist. Ich habe nicht geantwortet, also bin ich wohl nicht da. Ja, kann aus Headset Strom alles verlieren. Es ist so ein schöner Tag. Verzichten wir doch auf dieses trostlose Philosophieren. Okay. Wie ich sehe, hast du die Abenteuer des Huckleberry Finn zurückgebracht. Sag, Aiden, bist du als Pilger ein Abenteurer wie Huckleberry Finn? Ja, ich denke schon, na klar. Jeder Tag dort draußen war ein Abenteuer, das kann ich dir sagen. Wenn auch nicht immer ein erfreuliches. Bei Huckleberry Finn gibt es auch einiges Unerfreuliches. In diesem Fall kannst du mich Huck nennen. Dann bin ich deine Mary Jane. Erzähl, Aiden. Hast du etwas für ältere Frauen übrig wie Huck? Bitte was? Schon gut. Ich bin nur froh, dass du im Angesicht der Finsternis dieser Welt deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Und denk nicht, dass ich deine Bereitschaft, dich jeden Tag diesen Gefahren auszusetzen, für selbstverständlich halte. Na, die Gefahren sind da draußen, Talia. Hier mit dir gibt es keinen Grund, sich nicht zu entspannen. Genauso geht es mir, wenn du hier bist, Aiden. Vielen Dank dafür. Ich warte gespannt auf deine Rückkehr. Bevor du gehst. Ja. Bevor du gehst, könntest du diese Liste zu meinem Freund bringen? Ja, genau, genau. Das, warte mal mehr. Das wird immer mehr. Das ist ja bescheuert, oder? Fuck, musst du ganz schön arbeiten für so ein bisschen Bettgeschichte hier. Ohne Witz. Weiß ich gar nicht, wo das endet jetzt hier. Aber die hat auf jeden Fall Vertrauen gefasst zu uns. Finde die Gespräche cool auf jeden Fall. Macht Spaß. Ah, wenn die nicht da am Arsch der Welt wohnen würde, ne? Ja, ja. Aber lass mal kurz gucken, ob wir gleich schnell Reise machen können. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Achso, nee, können wir nicht. Ist hier in der Stadt, oder was? Ja, oh, ist sogar rechts von uns. Oh, das haben wir gar nicht freigeschaltet, dieses Gebiet. Tja. St. Paul. Können wir da einfach hin, oder was? Ja, klar. Ja. Also alles noch im Nebel liegt. Ja, ja. Sind vielleicht ein paar Abtrünnige. Ein paar viele. Ah, ja, stimmt. Ja gut, das ist nicht das Problem. Vielleicht sollten wir... Ja, gut. Muss man bestimmt in der Quest, obwohl ne, VNC-Turm ist haben wir jetzt hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Standard-Quest, also die Story-Quest wirklich die ganzen Bereiche der Stadt abdeckt. Was mache ich denn hier? Ja, bis jetzt hat es gemacht. Wurstfinger mit den Tasten, von den Tasten abgerutscht. Bist du sicher? Ich glaube ja, bis jetzt ja. Hol mich aus diesem Käfig raus! Wenn ich noch länger hier bleibe. Ich bin ein Abtrünniger! Was hast du erwartet? In Old Villador in Amerika muss man Hauenfield, glaube ich, zum Beispiel nur in den Süden. Also Hauenfields Stromwerk und so. Wichser, Alter. Befrei den! Und ja, ich bin Abtrünniger, was hast du erwartet? Als ich verpisst, da hab ich mir den Kopf geschossen. Hier was? Ja, noch bestimmt noch einen Haufen Questen, die wir noch nicht so gefunden haben, ne? Bestimmt. Denk ich mal. Kann ich mir vorstellen. Bitte lasst mich raus! Hab keine Zeit, muss fliegen. Wo ist denn der? Kommen wir ein bisschen später. Gehen wir schnell hin. Punktlandung. Hier drüben. Ach, das Schöne ist, dass man nicht angekettet wird. Das stimmt, ja. So, Überlebender. Bin wirklich froh, dass du da warst. Ohne dich wäre ich draufgegangen.
Ja, Mann. Am besten verpiss dich, hier sind überall Zombies, Mann. Ach. Überwerden. Was ist denn hier los, Mann? So, die zwei noch. Und dann aber ab. Nummer 1 bist du erstmal, oder welches hast du genommen zuerst? Ich habe immer noch die freie Auswahl. Ne, Nummer 3 wäre das erste, wo ich hingehen würde. 134 Meter von meiner Position. Hätte ich auch gesagt vorhin, wo ich es mir einmal angeguckt hatte. Appreciate all that is vacant.